Da half alles Fluchen nichts, das Tram fuhr weg, ohne mich. Einige Passanten applaudierten und feuerten mich mit Hopp-Hopp-Rufen an. Ich ignorierte das und starrte geradeaus auf das Tram. Bei der nächsten Haltestelle stieg mein Klient aus, ohne dass er mich bemerkt hatte. Ich folgte ihm, als er ein Geschäftshaus betrat. Er verschwand hinter einer Tür, auf der World Trading Service in großen Buchstaben zu lesen war. Ich wartete einen Moment, entspannte mich und öffnete dann die Tür und trat ein. Haben Sie Sehnsucht nach mir, Maloney? Wenn ich eines Tages im Lotto gewinne, werde ich mich bei Ihnen melden. Ich bin sicher, dass Sie das Geld innerhalb einer Woche gut auslegen würden. Auslegen? Ich würde es anlegen. Das habe ich von meinem Vater gelernt. Vor allem die Nebenwerte sind interessant. Also meine Nebenwerte machen mich höchstens krank. Haben Sie es schon mal mit Bachblüten versucht? Ja, aber die Dinger sprießen nicht in meinem Magen. Ist wohl ein Verdauungsproblem. Möchten Sie zu Herrn Wolf? Das möchte ich allerdings. Er ist mein Klient. Zweite Tür rechts. Ich heiße übrigens Lola. Da mich das nicht sonderlich interessierte und sie es mir zudem schon einmal geflüstert hatte, spazierte ich an ihr vorbei und trat mit einem wuchtigen Tritt die zweite Tür rechts ein. Mein Klient war gerade damit beschäftigt, in einer Kiste zu wühlen. Er hielt abrupt inne und schaute auf mich und den anderen Mann, der im Büro herumstand. Sie, Maloney? Da staunen Sie aber, was? Ich habe dir doch gesagt, du sollst mir Bescheid geben, wenn Maloney hier in der Gegend auftaucht. Ich kann ja nicht überall sein. Musst du doch das Haus im Auge behalten. Arbeiten Sie öfters mit solch hochprozentigen Idioten zusammen, Wolf? Schon gut, Maloney. Sie haben ein Anrecht darauf, die Wahrheit zu erfahren. Hat er das? Mir sagt man nie die Wahrheit. Woran liegt das bloß? Halt den Mund. Ich schließe mich diesem Votum von Herrn Wolf an. Und wem soll ich mich anschließen? Versuchen Sie es mal bei Lola. Echt? Habe ich Chancen bei der? Nein, aber es ist doch immerhin ein Versuch wert. Meinen Sie? Jetzt reicht es aber. Wissen Sie, was das ist, Maloney? Er streckte mir ein kleines Ding unter die Nase, das aussah wie ein Computerchip. Bei genauerem Betrachten stellte ich fest, dass es tatsächlich ein Computerchip war. Damit kann man eine Menge Geld machen. Stellen Sie die Dinger her? Nein, ich handle damit. Die Dinger sind geklaut. Geklaut? Davon habe ich nichts gewusst. Halt endlich den Mund! Ja, das sind geklaute Computerchips. Ich wollte sie den Polen verkaufen. Verstehen Sie jetzt, weshalb ich nicht wollte, dass die Polizei mir auf die Pelle rückt? Das verstehe ich sehr gut. Ich verstehe gar nichts. Ich wusste nicht, wer Jasche auf dem Gewissen hat. Es hätte ja sein können, dass er mich ebenfalls im Visier hat. Deshalb bin ich untergetaucht.